Die als Mindmap bekannt gewordene Gedächtnislandkarte ist inzwischen auch digital sehr einfach zu erstellen. Etwa mit dem Programm XMind, das ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. XMind ist ein kostenloses Tool, mit dem Sie Inhalte strukturiert, übersichtlich und grafisch vor allem darstellen können. Das eignet sich, wenn Sie die Inhalte einer Präsentation beispielsweise grafisch aufbereiten möchten oder auch den Ablauf eines Seminars strukturiert planen möchten. Ich persönlich setze Mindmapping in digitaler Form sehr gerne als Alternative in Moderationen ein. So erspare ich mir Moderationskarten, Stifte, Pinnwände und mache das Ganze digital, indem ich visualisiere und auf einem Mindmap sozusagen die Struktur und das Ergebnis einer Moderation festhalte. Wenn Sie sich, bevor wir mit XMind beginnen, noch näher mit den Grundlagen von Mindmapping befassen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr den Link, den ich Ihnen gleich im Video zeigen werde, zu erwachsenbildung.at, wo wir Ihnen die wichtigsten Basics zusammengefasst haben. Bevor es losgehen kann, sollten Sie sich das Programm installieren nach der Anleitung, die wir Ihnen schriftlich bei den Unterlagen in diesem MOOC bereitstellen. Ansonsten kann es losgehen. Wichtig ist vielleicht nur zu sagen, dass ich Ihnen die Windows-Version zeigen werde. In einer Mac OS-Version des Programms könnten manche der Befehle oder werden manche der Befehle ein wenig anders auszuführen sein. So. Wenn Sie jetzt glauben, dass ich mich für Sie umgezogen habe, dann ist das leider irrig. Vielmehr hat mich die Halbwertszeit des Wissens, von der ich schon in Doodle berichtet habe, eingeholt. Die Version von XMind, mit der ich das Video für Sie vorbereitet hatte, ist inzwischen überholt. Es gibt eine neue und die darf ich Ihnen jetzt nochmal im neuen Aufzug zeigen. Wenn ich also das Programm aufrufe, dann bekomme ich hier die Anzeige XMind 875, hatte ich für Sie schon mal verfilmt. Und Sie bekommen hier eine Bildschirmoberfläche, auf der Sie jetzt ganz einfach mal auf Neue leere Map klicken, um eine Mindmap zu erstellen. Sie sehen jetzt eine große weiße Fläche, wo in der Mitte steht Hauptknoten. Das ist sozusagen das Thema Ihrer Mindmap, das Sie hier auch benennen können. Ich plane jetzt einen Seminarablauf, mache hier einfach Doppelklick und nenne das Ganze auch Seminarablauf, um meine Mindmap zu betiteln. Jetzt möchte ich natürlich verschiedene Informationen, Ideen für meinen Seminarablauf hier sammeln und hinzufügen. Und ich kann das ganz einfach machen, indem ich hier oben auf dieses Symbol klicke, Knoten, Nachfolgeknoten. Also eine Ebene unterhalb des Themas taucht das auf. Das heißt hier wieder Hauptknoten. Die Betitelung ist hier etwas kompliziert. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren. Es ist einfach die nächste Gliederungsebene dieser Themensammlung. Was brauche ich jetzt für einen Knoten? Was gehört zu meinem Seminarablauf? Der erste Punkt ist jedenfalls, den kann ich hier einfügen, indem ich Doppelklick mache auf diesen Hauptknoten, die Begrüßung für mein Seminar. Was brauche ich noch? Ich gehe jetzt einfach in so einen Sammelmodus über und lasse die Ideen kommen und notiere sie einfach mal. Wie komme ich zu einem weiteren Hauptknoten? Ich habe mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, dass ich wiederum hier oben mit diesem Button einen Knoten hinzufüge oder, was ich jetzt mache, ich drücke einfach beim markierten ersten Hauptknoten Enter und bekomme den Hauptknoten 2, den ich wiederum mit Doppelklick auch bearbeiten kann. Was gehört noch zu meinem Seminar? Ich werde wohl irgendwann mal eine Übung durchführen. Ich muss mal inhaltlich hinführen zu meinem Thema. Ich denke, ich werde eine Erwartungsabfrage durchführen. Was wünschen sich die Teilnehmenden vom Seminar? Ich denke, ich werde ein Video zeigen, um etwas zu demonstrieren. Ich möchte die Übung auch reflektieren, auswerten. Was fehlt mir noch? Vielleicht ein Auflockerungsspiel und auch eine Evaluation des Seminars gehört für mich dazu. So, jetzt habe ich hier mal 8 Punkte gesammelt, die einfach der Reihe nach aufgereiht, die zu meinem Seminar gehören. Ich denke, das Wichtigste ist mal da. Ich überlege mir kurz, was gehört zu den einzelnen Punkten, gleich noch eine Idee notiert. Zum Beispiel, ich denke, diese Übung, die wird eine Einzelarbeit sein. Da werde ich ein Arbeitsblatt dafür vorbereiten. Die inhaltliche Hinführung, da wird es einmal gehen um das Problem sozusagen, das wir hier durch Lernen bewältigen wollen. Ich werde meine Thesen zum Thema vorstellen und auch ein erstes Beispiel geben, um das zu illustrieren. Stichwort Beispiel. Auch das Video sollte, denke ich, ein Beispiel sein, auch so etwas wie ein Arbeitsmodell zeigen, wie wir mit diesem Problem da umgehen können, wie wir das bearbeiten können.
Die Reflexion der Übung, das wird wohl eine Teamarbeit sein. Und ja, das ist das Erste, was mir so einfällt. Und ich möchte das jetzt natürlich nochmal besser strukturieren. Denn hier spielt jetzt Mindmap XMind den großen Vorteil aus, wenn ich es in digitaler Form erstelle, so ein Mindmap, dass ich diese Zweige, die ich hier angelegt habe, in die Knoten, einfach neu strukturieren, verschieben kann. Zum Beispiel nehme ich mal den Punkt Erwartungsabfrage, indem ich ihn einfach markiere, jetzt die Maus klicke und halte, dann taucht dieses Handsymbol auf und ich schiebe, so, das war jetzt noch nicht optimal, nochmal geklickt und gegriffen, die Erwartungsabfrage schiebe ich jetzt an die zweite Stelle nach der Begrüßung. Nach der Begrüßung frage ich gleich mal, wie da die inhaltlichen Erwartungen und Erwartungen an den Ablauf des Seminars sind. Dann kommt wohl die inhaltliche Hinführung, die kann ich jetzt auch hier nach oben ziehen. Also klicken, halten, schieben, loslassen und schon ist es dort. Die Übung, ich nehme mal an, dass ich da nach dieser Hinführung vielleicht noch eine Pause brauchen werde, weil ich ja da auch einen Input gegeben habe. Jetzt klicke ich hier einfach auf Übung und klicke nochmal Enter und füge hier noch die Pause ein. Und mit Klicken, Halten, Schieben füge ich die hier nach der Hinführung ein. Dann kommt wohl schon die Übung, nach der dann auch die Reflexion und Auswertung dazugehört. Das Video, das wird vor der Übung sein, denke ich, als weiterer Input. Die Auflockerung brauchen wir nicht am Ende. Die kann ich vielleicht nach dem Video hier durchführen. So, jetzt habe ich eine etwas einseitig gestaltete Map. Ich schiebe auf die Zweige, die ich hier drüben habe, noch nach drüben, auf die andere Seite, damit sie ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Und schon habe ich mein Mindmap, meine erste Planung für meinen Seminarablauf, fertig, die ich jederzeit noch erweitern, ändern kann und auch formatieren kann. Das zeige ich Ihnen jetzt zum Beispiel, wenn ich hier formatieren möchte. Ich nehme mal an, ich möchte hier beispielsweise die Schriftfarbe ändern, dann markiere ich diese Bestandteile der Map, die ich hier ändern möchte, ziehe hier einfach einen Rahmen auf mit gehaltener Maus, drücke die Steuerungstaste, um hier auch noch die weiteren Elemente hinzuzufügen, die weiteren Hauptknoten, und dann gehe ich hier rechts auf dieses Pinselsymbol, das Formatierungssymbol, da geht für mich ein Dialog auf, wo ich alle Formatierungsoptionen, die ich mir zur Verfügung stellen habe. Ich zeige nur kurz beispielsweise den Wechsel der Schriftfarbe. Ich wähle hier jetzt in dem Fall ein Grün aus, das gefällt mir jetzt einfach besser. Ähnlich kann ich den Hintergrund bearbeiten, die Art der Zweige und deren Darstellung und so weiter und so fort. Da kann man sich ganz schön damit spielen. So, ich habe auch weitere Möglichkeiten. Ich klicke hier zum Beispiel jetzt mein Format weg und sage zum Beispiel, ich habe eine große Menge Textes, die ich hier hinterlegen möchte für mich, zum Beispiel für die Thesen, für die ich habe in meiner inhaltlichen Hinführung. Dazu verwende ich die Funktion hier oben, da klicke ich dieses Pünktchen-Symbol und gehe hier auf die Funktion Notizen. Und schon geht hier ein kleines Fenster auf, in das ich Notizen machen kann zu meinen Thesen. Zum Beispiel meine erste These, die würde so laufen, die zweite so. Da kann ich auch ein sozusagen Copy-Paste spielen mit meinen Unterlagen für Literatur, die ich verwende, etc. Das habe ich jetzt mir nur hier so hineinnotiert. Ich habe jetzt wieder außerhalb der Notiz hingeklickt. Die Notiz schließt sich, aber mit diesem Symbol Notiz hier sehe ich, dass hier eine Notiz hinterlegt ist. Wenn ich drauf zeige, sehe ich sie auch wieder angezeigt. Ja, damit habe ich schon wesentliche Funktionen auch vorgestellt für dieses XMind-System. Sie bieten natürlich noch viel mehr, diese Lösungen wie XMind. Wie Sie das einsetzen können in der Erwachsenenbildung, das ist, glaube ich, hier sehr gut sichtbar geworden. Ich kann sehr schnell hier Informationen sammeln und strukturieren. Ich kann es für ein Brainstorming verwenden. Ich kann es als Moderationsinstrument verwenden. Ich kann diese Map auch speichern und natürlich ausdrucken oder auch teilen. Dafür gehe ich hier oben auf dieses Diskettensymbol und vergebe einen Namen für die Datei. Die hat hier einfach den Titel, den ich der Map gegeben habe, als Dateiname verwendet. Das passt auch schon so für mich. Ich klicke auf Speichern, wähle einen Speicherort und das ist auch abgelegt. Ich kann das Ganze auch, wenn ich hier auf Datei gehe, noch exportieren mit dieser Funktion hier. Das heißt, auch in einer Dateiversion als Grafikdatei abspeichern, die nicht bearbeitbar ist, aber die ich sehr schön auch beispielsweise in einem Microsoft Word-Dokument übernehmen könnte, um nur ein Beispiel zu nennen. Eine hilfreiche Funktion von XMind ist auch durchaus die Anzeige als Präsentation, das heißt, das ist eine Alternative zu einem Präsentationsinstrument wie PowerPoint, das allerdings nur in der bezahlpflichtigen Pro-Version verfügbar ist. Dann können Sie die Mindmap sozusagen auch in animierter Version
darstellen, über einen Beamer an die Wand projizieren und ähnliches mehr. Nun, wie arbeiten wir damit in der Erwachsenenbildung? Sie können natürlich alle Arten von Informationen mit einem Mindmap in XMind sehr gut strukturieren, sich eine Übersicht verschaffen, die Informationen gliedern und das geht sowohl allein als auch mit einer Gruppe. Das heißt, Sie können das auch sehr gut als digitale Moderationstechnik einsetzen, auch Workshop-Ergebnisse damit dokumentieren und strukturieren. Das ist ein sehr feines Tool dafür. Sie können Vorträge planen, Sie können didaktische Analysen durchführen mit einem Mindmap, das Sie in XMind erstellen und einfach ganz gelungen Inhalte ausarbeiten. Das heißt, Sie können mit einem Mindmap auch eine Lernunterlage erstellen, die Sie sowohl im Print verwenden können als Handout, aber auch natürlich elektronisch weitergeben können, insbesondere dann, wenn Sie komplexere Inhalte hier darstellen möchten, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lernenden, sich durch diese Mindmap durchklicken können in die verschiedenen Verästelungen hinein und sich im Thema auch vertiefen können oder auch das Mindmap ergänzen und bearbeiten können. Jetzt ist es an Ihnen, XMind auszuprobieren. Wählen Sie einfach ein Thema, ein Anliegen aus Ihrem Arbeitsumfeld, ob Sie jetzt einen Workshop planen, ein Organigramm zeichnen wollen, ein Projekt planen oder designen wollen. Machen Sie das mit Hilfe von XMind, probieren Sie es aus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und möchte noch verweisen auf die Anleitung zum Ausprobieren, die wir Ihnen in diesem Modul auch wieder bereitstellen. Dort finden Sie auch alternative Tools, um Informationen zu strukturieren und zu gestalten. Und wenn XMind nicht das Richtige für Sie war, dann werden Sie vielleicht in der Anleitung noch fündig. Alles Gute, gutes Gelingen beim Ausprobieren.